Pünktlich 17.08.2015. Anlässlich der Säubrennerkirmes hat die Stadt Wittlich der Bürgermeister Joachim Rodenkirch zu einer festlichen Weinprobe geladen. Auch wir vom offenen Kanal Wittlich dürfen diesmal daran teilnehmen. Dafür von dieser Stelle aus ein herzliches Dankeschön. Vor dem Vergnügen kommt allerdings zunächst für uns die Arbeit und so kann Hermann sich schon einmal seine ersten Interviewpartner suchen. Wittlicher Säubrennerkirmes, Weinprobe in der Synagoge, Reinhold Westhöfer als Gast, was will man mehr? Ja, genau, ich komme schon einige Jahre hierhin, genauer gesagt 24 Jahre. Du hast ja hier noch eine offizielle Funktion, vielleicht kannst du was dazu sagen? Ja, als Stadtratsmitglied bekommt man die Einladung. Ist wirklich eine hervorragende Probe. Ganz toll. Hättest du keine bekommen, dann wärst du als Mitglied des offenen Kanals hier hingekommen, weil wir sind auch hier vertreten. Also von daher, irgendwie kommst du immer rein. Ja, irgendwo gibt es noch eine Möglichkeit, für hier dabei zu sein. Okay. Wie fühlst du dich? Wie geht es? Gut, bisschen Rückenschmerzen, aber das ist halt Alter, ne? Ja gut, ja. Du bist ja nicht älter, du marinierst. Ach ja. Nee, es geht immer, aber muss gehen, ne? Alles klar, dann viel Spaß und genießt den Wittlicher Wein. Ja, ihr auch, gell, ihr zwei. Machen wir. Gut. Reinhold Westhöfer. Das war doch schon ganz ordentlich für den Anfang. Mal sehen, ob sich noch jemand findet, um Hermann sozusagen als Sparringspartner zu dienen. Ich hatte angerufen, also ich war gesagt. Wir haben noch ein Mitglied des offenen Kanals beim Weinempfang in Wittlicher Säubrennerkirmes, den Bürgerbeauftragten von Rheinland-Pfalz, Dieter Burkhardt. Hallo Dieter, freust du dich hier in Wittlich wieder zu sein? Hallo Herr Hermann, ja natürlich. Und Kirmes ist ja natürlich ein Höhepunkt im Jahr. Und da beginnt ja die Zeitrechnung in Wittlich neu, vor der Kirmes, nach der Kirmes. Und jetzt sind wir in der Kirmes drin, zwischen den Jahren. Nein, das ist doch... Auch schon vorher die Kirmes genossen? Dies Jahr nicht. Wir haben im Moment eine Baustelle zu Hause und ich kam jetzt aus dem Urlaub am Freitag. Also wir haben aber Besuch bekommen, die sind dann zur Kirmes und aus Stuttgart, ja. Aber jetzt hier bei der Weinprobe, da darf man einfach nicht fehlen. Und anschließend auf dem Rummel, gehört dazu, anschließend. Ja. Und Marktplatz. Natürlich. Gehst du aufs Riesenrad? Oder ja, traust du dich schnell? Ich bin zum Fotografieren immer früher draufgegangen. Also das mache ich schon gern. Ja. Ja. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, da hinten wartet alles auf dich. Ja. Ja, viel Spaß bei der Weinprobe. Danke und euch auch. Danke. Nach den Lockerungsübungen, das große Interview mit dem Ehrengast des Abends steht ja noch an, begeben wir uns ins Innere der Synagoge. Ruhiger als draußen ist es allerdings hier auch nicht. Und das wird auch fast die ganze Zeit so bleiben. Ich freue mich. Es sind ein paar Plätze leer, weil krankheitsbedingt der ein oder andere absagen musste. Aber das liegt in der Natur der Sache. Ich freue mich sehr, dass Sie der Einladung gefolgt sind, weil ich auch weiß, wie dicht die Terminpläne sind, wie viele Verpflichtungen man hat. Und es ist auch noch Urlaubszeit. Insofern weiß ich das sehr zu schätzen, dass Sie heute hier sind. Zukunft entsteht nicht und all die Entscheider, die hier sitzen, wissen das. Durch ein Einzelinteresse massiv mit aller Energie ständig propagiert werden. Die Summe der Einzelinteressen gibt kein Gemeinwohl. Darauf möchte ich an der Stelle ganz klar hinweisen. Die Summe der Einzelinteressen, wenn sie mit Gewalt vorgetragen werden, enden oft im Chaos. Ich sage oft, nicht immer. Und insofern kommt auch eine Veranstaltung wie der heutigen aus meiner Sicht eine besondere Bedeutung zu, im Sinne von Gemeinschaft. Und das habe ich eben auch gespürt, wenn man sich begrüßt. Das ist nicht einfach nur, dass man das so tut, sondern das hat was mit persönlicher Beziehung zu tun. Und alle guten Dinge sind drei. Und da bin ich heute und freue mich mit Ihnen hier heute Abend 16 ausgewählte Weine aus Wittlich zu verkosten und Ihnen da auch ein paar Anmerkungen und Eindrücke von mir dazu zu geben. Die Weinprobe hier in der Synagoge stattfindet, hat natürlich auch einen besonderen Reiz von der Geschichte, auch von der Architektur her. Und das ist halt eben, wenn man jetzt aus Trier kommt und da die älteste Bischofskirche Deutschlands hat,
für mich auch ein Ansporn gewesen, es einmal mit einem Gebetshaus der Juden so eine Weinprobe zu kommentieren. Das gelingt einem auch nicht jedem Tag. 16 ausgewählte Weine der Wittlicher Weingüter kommen zur Verkostung. Und die Gäste sind offensichtlich so begeistert von der Qualität der Weine, dass der Moderator der Veranstaltung, Erwin Engel aus Trier, ein klein wenig Mühe hat, den Geräuschpegel zu übertönen. Ach ja, und der Kameramann? Er kann nur zuschauen, durch den Sucher der Kamera, versteht sich. Ein wenziges Schlöckchen ab und zu im Vorübergehen ist allerdings noch drin. Herr Schermann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Mittelmosel. Sie sind auch hier beim Weinempfang in Wittlich Säubrenner Kirmes. Das erste Mal dabei? Ja, ich bin schon seit Jahrzehnten im Grunde genommen dabei. Ich komme ja aus der Eifel, wie Sie wissen. Und ich wohne seit über 30 Jahren in Wittlich. Und ich glaube, ich habe noch keine einzige Säubrenner Kirmes verpasst. Und natürlich ist die Weinprobe ein ganz besonderer Höhepunkt, zu der ich immer gerne komme. Weil ich hier sehr viele, ja nicht nur nette Leute kennenlerne, sondern auch tatsächlich hier auch man spürt, wo das Herz der Stadt schlägt. Und deshalb komme ich auch sehr gerne her, genieße den Wein und gehe natürlich nachher noch auf die Weinstraße. Und ich denke, der Mutterabend ist so der Tag der Einheimischen. Das macht einfach Freude, hier zu sein. Wunderbar, dann wünschen wir Ihnen noch viel Spaß. Danke. Herr Eibes, Landrat von Bernkastel-Wittlich, hatten Sie schon Gelegenheit, aufs Riesenrad zu gehen, um einen Teil oder einen Großteil des Landkreises von oben zu betrachten? In diesem Jahr leider noch nicht. Natürlich habe ich über das Riesenrad die Region schon oft betrachtet, habe ja auch mal 12 Jahre in Wittlich gewohnt. Insofern ist die Säubrenner Kirmes für mich und meine Familie immer ein wichtiger Bestandteil des Jahres gewesen. In diesem Jahr allerdings, bis auf die Weinprobe, hatte ich leider keine Gelegenheit, die Kirmes zu besuchen, aber heute Abend hier ist es auch ein wunderschöner Anlass, um in Wittlich und auf der Weinprobe und damit auf der Säubrenner Kirmes zu sein. Gibt Ihnen dann auch Gelegenheit zum lockeren Plausch, den einen oder anderen mal wieder zu treffen, den man sonst vielleicht im Jahr über nicht sieht oder dass man einfach keine Gelegenheit hat, einfach mal locker zusammenzusitzen? Also ich halte diese Weinprobe für eine wunderschöne Tradition. Viele, die sich hier treffen, die sich natürlich auch im Jahr übertreffen, aber trotzdem nie Gelegenheit haben, einfach mal so abseits der Geschäfte miteinander zu reden. Die Gelegenheit hat man heute Abend hier, man trifft viele, man kann sich mit vielen austauschen, viele schöne Gespräche. Und was natürlich auch wunderschön ist, man hat auch nachher die Gelegenheit, nochmal auf die Weinstraße zu gehen, um sich auch hier zu treffen, sich auszutauschen. Insofern ist das ein wunderschöner Höhepunkt dieser Kirmes. Ja, dann wünschen wir Ihnen noch viel Spaß, viel Freude hier bei der Weinprobe. Wein schmeckt ja bisher ganz gut, oder? Wunderschön, jawohl. Der Wein ist ganz toll. Die Wittlicher Weine sind ganz, ganz tolle Weine und brauchen sich wahrscheinlich oder denke ich hinter den Weinen im Gesamtanbaugebiet nicht zu verstecken. Ja, dann lassen Sie es noch weiterhin schmecken. Danke. Gut. Das ist ein Wein, der man mit eben 10,5% auf der Zunge im Gaumen, dass Sie sagen, zu einer Soße einkocht. Dann so ein halber Pinching Money zu listen, wie süß und wie trocken ein Wein. Dennis Jung, der neue, vielleicht nicht mehr ganz neue Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wittlich-Land. Ja, da sind ja, gehören ja noch ehemalige Verbandsgemeinden mit dazu, aber das Thema wollen wir jetzt nicht weiter ausdehnen. Ja, heute hier auf der Säubrenner Kirmes beim Weinempfang zum zweiten Mal dabei und immer noch interessant. Ja, ist immer eine tolle Sache. Ich habe mich sehr gefreut auch wieder über die Einladung, dass ich hier dabei sein kann. Meine Frau ist dieses Jahr das erste Mal dabei und ja, die hat sich auch richtig gefreut und ist ein toller Abend, tolle Weine und ja, freue mich auch wieder dann auf nächstes Jahr. Und die Gelegenheit zum lockeren Plausch, weil den einen oder anderen hat man so vielleicht noch gar nicht kennenlernen können, beziehungsweise mit dem einen oder anderen hat man dienstlich zu tun, aber dann geht es um andere Dinge. Hier die Gelegenheit für eine lockere Plauderei gehabt, oder? Ja, ich habe die Gelegenheit genutzt, neben dem Herrn Lohner zu sitzen, ein großer Unternehmer ja auch in dieser Region. Und das ist dann auch schön, dass man eben einen solchen Abend dann nutzen kann, um Kontakte zu knüpfen. Auch die ein oder anderen Problemchen, die es ja dann doch hier und da gibt, zwischen Wirtschaft,
Verwaltung. Wir haben über die Genehmigungsverfahren gesprochen, wie lange die teilweise ja laufen, dass man da sich auch austauschen kann und damit wir natürlich auch das Feedback haben, wo wir als Verwaltungsleute eben dann auch nochmal an gewissen Stellschrauben dann drehen können. Neben der Weinprobe auch schon Gelegenheit gehabt, die Wittischer Kirmes ansonsten zu besuchen, vielleicht mit der Familie? Ja, außer der Freitag, da musste ich dann zu Hause natürlich auch mal meine Kinder betreuen. War ich natürlich dann am Samstagabend und auch gestern am späten Nachmittag, als es dann nicht mehr geregnet hat, mit der Familie da. Die Kleine ist jetzt etwas mehr als 2 Jahre und gerade wo es dann dunkel war, die ganzen Lichter, das war ein tolles Erlebnis und ja, sie war hellauf begeistert und war auch schön natürlich mal mit den Kindern dann ein bisschen Zeit auf der Kirmes zu verbringen. Aber für den Abend haben Sie einen Babysitter, dass Sie mit Ihrer Frau das hier genießen können? Für heute Abend ja. Sind die Schwiegereltern und meine Eltern dann eingespannt, aber die freuen sich natürlich auch, wenn sie dann die Gelegenheit haben, dass die Kinder mal bei Ihnen sind und sie dann auch über die Kirmes gehen konnten. Wie lange geht es heute Abend? Wie lange haben Sie Ausgang? Das wird sich zeigen. Okay, dann noch viel Spaß hier auf der Weinprobe zunächst. Dankeschön. Ja. Ja. Für gewöhnlich neigen die Damen ja nicht dazu, offen über ihr Alter zu sprechen. Aber jetzt haben wir jemand, ein Stadtratsmitglied und eine 50-Jährige. Ja. Und diese Konstellation, auf die sind Sie stolz, Frau Werner? Ja, klar. Ist doch toll, 50 zu werden, oder? Ich finde das toll. Was macht den Reiz aus, so sich über dieses Alter zu freuen? Ja, ganz einfach. Man geht seit 50 Jahren auf die Wittischer Kirmes. Ich meine, am Anfang hat man es nicht mitbekommen, aber es ist ganz bewusst und ich finde es toll, einfach einen Lebensabschnitt zu haben und dann geht es weiter. So ist das. Man lebt halt gut in Wittlich, in der Saubrennerstadt und dann macht es eben Spaß. Und dann ist es auch egal, ob man 50 ist oder 51 oder 52. Aber ich finde, gerade 50-Jähriger ist doch toll zu sein. Kann man nur so gratulieren. Ja, danke schön. Ja. Und wenn man natürlich jetzt, wenn Sie sagen, 50 Jahre in der auch in zur Säubrennerkirmes gekommen, wenn man jetzt mal die ersten Jahre, die man nicht so ganz mitbekommen hat, sieht, klar. Und wenn man dann irgendwann noch in eine verantwortungsvolle Position rutscht, in dem Stadtrat drin ist, was bedeutet dann die Wittischer Kirmes für jemand? Also die Wittischer Kirmes ist für mich, da muss man dabei sein, ganz grundsätzlich. 4 Tage lang mindestens, ja, manchmal noch 4,5, Dienstag zählt ja auch noch dazu. Und es macht einfach Spaß. Man sieht die Leute wieder, man lernt die Leute kennen, aber man sieht immer Leute wieder, die man vor Jahren gekannt hat, die kommen immer wieder zur Wittischer Kirmes. Das ist total interessant, wie viele Menschen immer wieder zurückkommen nach Wittlich, ja. Und das finde ich, ist einfach, das ist die Sache wert. Und das macht so einen Spaß, hier zu feiern und fröhlich zu sein und mit Leuten Kontakt zu haben, klasse. Es sprudelt förmlich die Freude über die Säubrenner Kirmes aus Ihnen heraus. Wünschen wir Ihnen weiterhin noch viel Spaß. Da hinten geht es weiter, wir müssen dann leider beenden. Trotzdem, Gratulation nochmal zum 50. Dankeschön. Ja, und viel Spaß auf der Wittischer Kirmes. Ja, danke. Es geht nicht nur weiter, sondern an der leichten Unruhe bei den Verantwortlichen lässt sich erahnen, dass der Ehrengast des Abends, die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, eingetroffen ist. Das ist ja schön. Ich muss Ihnen leider die Linke geben. Ich bin ja angebrochen. Dem passiert nichts. Das ist ja schön. Schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich. Ja, ich wollte schon immer mal kommen. Schön. Ja, wirklich. Ja. Dankeschön. Und ich habe mich immer gefragt, ob das wirklich ist. Weinprobe unsere Ministerpräsidentin Frau Dreyer begrüßen zu dürfen. Schön, dass Sie da sind. Und Sie waren ja letztes Jahr schon mal, da waren wir im Jugendraum mit einem völlig anderen Thema. Heute Weinprobe. Ich meine, der Säubrenner Kirmes ist natürlich bis Mainz bekannt. Insofern ganz, ganz herzliches Willkommen. Ich spare mir weitere Vorreden und würde mich freuen, wenn Sie einfach an unsere Gäste noch ein paar Worte. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier sein darf und hier sein kann. In der Tat, die Säubrenner Kirmes ist auch in Mainz bekannt.
Und da ich ja jetzt noch schon sehr lange in Trier lebe, habe ich mir immer vorgenommen, irgendwann es auch mal zu schaffen, hierher zu kommen. Denn die Bilder, die sind ja allseits bekannt. Und ich frage mich jedes Jahr, wie viel Säue wurden eigentlich verzehrt auf der jeweiligen Kirmes und bin ganz gespannt, was Sie erzählen werden, wie es dieses Jahr war. Das Wetter ist ja heute diesmal nicht ganz so blendend gewesen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Menschen sich die Freude haben nehmen lassen, trotzdem zur Kirmes zu kommen und trotzdem zu feiern und möglichst viel von dem leckeren Schweinebraten zu verzehren. Ich freue mich, dass ich hier sein kann, freue mich mit Ihnen gemeinsam auf Begegnungen heute Abend und will auch gar nicht länger die Weinprobe aufhalten. Ich bin gespannt auf den Abend heute und ich finde, dass wirklich aus einer ziemlich schrägen Geschichte einfach echt Tolles gemacht hat. Und wenn man bedenkt, dass Säubrenner irgendwann mal ein echtes Schimpfwort war und jetzt alle neidvoll auf Wittlich schauen, weil sie so eine tolle Kirmes haben, dann haben sie das einfach nur richtig gemacht. Herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Der Vorstandssprecher der Vereinigten Raiffeisen und Volksbank, Herr Höck, neben mir, heute zum fünften oder sechsten Mal, habe ich gehört, bei der Weinprobe Säubrennerempfang. Wie gefällt es Ihnen bisher? Ja, wir sind 2009 hierher gezogen, also müsste es jetzt das fünfte Mal sein. Gefällt mir gut, schöne Kombination von Unterhaltung, Wein, wenn auch zwischendurch, sagen wir mal, die Aufmerksamkeit für den Referenten etwas höher sein könnte. Der hat es ein bisschen schwer heute Abend. Ja, das denke ich auch, weil man muss sich durchsetzen. Ne? Ja. Aber er hat es ja jetzt stellt sich jetzt mal, da wird er eher wahrgenommen. Wird er eher gehört, mal sehen, was das bringt. Ja. Hatten Sie denn schon Gelegenheit, die Säubrenner Kirmes auch schon im Vorfeld zu besuchen? Also ich habe dieses Jahr das ganze Programm mitgemacht. Freitagabend waren wir mit den Kindern am Schauspiel, später noch mal auf dem Marktplatz. Samstag, glaube 4 Stunden Kirmes mit den Kindern. Können Sie sich vorstellen, wie das an die Nerven und ans Portemonnaie sozusagen geht? Und gestern bei dem schlechten Wetter ein bisschen weniger. Samstagabend war noch der Empfang im Rathaus, auch immer schön. Und das setzt sich ja heute Abend nahtlos fort. Wenn man Ihnen so zuhört, hat man und dann merkt man richtig, Sie haben eine Begeisterung für die Säubrenner-Kirmes. Ist das richtig? Ja, kann man so sagen, ja. Ist schön, ich sag mal, wie heute Abend hier die Leute, die in Wittlich ein bisschen was bewegen, die in Wittlich gut zusammenarbeiten, auch mal die Gelegenheit haben, so einen Tag gemeinsam zu feiern, finde ich sehr schön. Dann nutzen Sie noch den heutigen Tag, die jetzige Veranstaltung, für noch weitere Gespräche. Viel Vergnügen dabei. Ja, vielen Dank. Ihnen auch. Schönen Abend noch und danke. Schönen Dienstag noch. Herr Clemens von der Firma? Clemens Technologies. Ja. Sie sind heute hier bei der Weinprobe. Was bedeutet die Wittlicher Säubrenner Kirmes für jemanden aus der Wirtschaft? Naja, erstmal bin ich ja fast die meiste Zeit meines Lebens in Wittlich gewesen. Wir sind eine Wittlicher Firma. Die Wittlicher Weinprobe ist ein Event. Die Wittlicher Kirmes ist für uns immer ein Event. Wir unterstützen das, indem wir alle unseren Mitarbeitern Gutscheine geben für die Winzer in Wittlich, für Wein, den sie einlösen können auf der Kirmes. Man trifft alte Freunde, alte Schulfreunde, also das ist für uns immer noch der Event im Jahr. Auch der heutige Abend etwas Besonderes? Auf jeden Fall war er besonders, auch natürlich neben den Weinen, dass die Ministerpräsidentin da war. Ja, folgen wir ihr doch mal auf dem Marktplatz zum Saustand. Ja, machen wir. Nein, nein, so schnell schießen die Preußen nicht. Zuerst ist der offene Kanal an der Reihe. Schließlich hat Hermann sich lange genug auf ein Interview mit der Ministerpräsidentin vorbereitet. Frau Ministerpräsidentin Dreyer, Sie sind hier in Wittlich, heute hier in der Wittlicher Synagoge, besuchen die Wittlicher Säubrennerkirmes. Ist Ihnen die Wittlicher Säubrennerkirmes überhaupt bekannt? Ja, natürlich. Die Säubrennerkirmes ist mir sehr wohl bekannt und seit vielen Jahren nehme ich mir auch vor, hierher zu kommen. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung des Bürgermeisters und freue mich sehr, heute Abend hier zu sein. Der Wirtschaftsstandort Wittlich ist ja eigentlich, oder hoffe doch auch für Rheinland-Pfalz, ein wichtiger Standort. Wir haben ja fast genauso viele Einwohner wie Arbeitsplätze.
Unbedingt. Ich bin ja natürlich häufig auch in dieser Region hier und ich weiß natürlich, wie wichtig der Wirtschaftsstandort hier ist. Nicht umsonst habe ich das Unternehmen Firma Clemens ausgesucht für den Besuch des Bundespräsidenten, um ihm zu zeigen, wirklich wie erfolgreiche Unternehmen hier in der Region eben auch aussehen, was sie tun, wie engagiert sie sind. Insofern ist mir das sehr bewusst und ich bin auch froh, dass diese Wirtschaft hier wirklich auch blüht und gute Arbeitsplätze geschaffen sind dadurch und wir auch verlässliche Unternehmer und Unternehmerinnen haben. Die Stadt Wittlich hat ja auch einen guten Chef, ja, den Herrn Rodenkirch. Herr Rodenkirch, Sie sind ja auch mächtig stolz auf diese Stadt. Und bei der heutigen Veranstaltung kam auch das nochmal, wurde das deutlich. Und die Frau Ministerpräsidentin hier zu begrüßen, ist ja auch ein besonderes Highlight. Zunächst bin ich natürlich stolz auf die Menschen. Ich betone das oft, eine Stadt wird zur Stadt durch die Menschen und nicht durch die Gebäude oder durch den Bürgermeister, sondern durch die Menschen, die das einer Stadt das Leben einhauchen. Und insofern bin ich schon stolz auf die Menschen dieser Stadt, die wirklich zu dem machen, was es ist. Ich bin stolz darauf, dass die Ministerpräsidentin heute hier ist, weil das ist für mich auch eine Form der Wertschätzung. Das ist eine Wertschätzung menschlicher Art, aber auch wenn der höchste Repräsentant unseres Staates zu einer Weinprobe nach Wittlich kommt, dann ist das was Positives und dann erfüllt mich das mit Stolz und auch mit Freude für unsere Stadt, aber auch für mich persönlich. Es ist auch wirklich wunderbar zu sehen, wie viele Menschen hier engagiert sind, ja, für diese wirklich tolle Tradition hier in Wittlich. Und ich habe vorhin schon einmal gesagt, dass die Wittlicher aus dieser Sage und auch aus diesem Begriff der Säubrenner wirklich so etwas Tolles gemacht haben, nämlich eine totale positive Identifikation mit dieser Region, mit der Stadt, ist wirklich sehr, sehr schön. Diese Stadt lebt. Die Stadt lebt, das kann man wirklich sagen, und sie kann auch gut feiern, auch das gehört dazu. Ja, wir sprachen eben von dem Wirtschaftsstandort Wittlich. Es ist natürlich auch der Tourismus gehört da dazu. Wittlich bildet ja die Brücke zwischen Mosel und Eifel. Ja, ich denke, Sie hatten natürlich als Ministerpräsidentin auch die Gelegenheit, beides Regionen intensiv kennenzulernen. Gibt es irgendeine Region, wo Sie sagen, die würden Sie eher bevorzugen? Das möchte ich so eigentlich nicht sagen. Also ich lebe ja seit über 10 Jahren in Trier. Insofern kenne ich diese Region hier sowieso ziemlich gut. Und ich liebe vor allem auch die Mosel, das möchte ich auch nochmal sagen. Die Eifel habe ich eigentlich erst so richtig entdeckt, seit ich in Trier lebe. Ich habe ja früher nicht, ich habe eher im Süden des Landes gelebt. Insofern darf ich auch sagen, die Eifel ist wunderbar. Und die Landschaften, die Eifel zu bieten hat, sind wunderbar. Und wenn man sich die touristischen Zahlen anschaut, dann sieht man eben auch, dass viele Menschen das ganz genauso empfinden. Der Tourismus ist eine wichtige Säule, was den wirtschaftlichen Erfolg unseres Landes betrifft. Und dazu sind diese Landschaften natürlich wirklich im Grunde die Säule dafür, dass so viele Menschen zu uns kommen. Herr Rodenkirch, Sie tun alles, damit der Wirtschaftsstandort erhalten bleibt, beziehungsweise weiter ausgebaut wird. Gibt es da irgendwelche Dinge, die Sie im Moment am Planen sind, vorbereiten sind, die Sie dann auch mit der Ministerpräsidentin besprechen müssen? Gut, selbstverständlich stehen wir ständig im Kontakt mit den Ministerien, die ja auch als Zuschussgeber aktives Stadtzentrum ist. Mal ein Beispiel, wo das Land uns natürlich massiv unterstützt. Das, was ich in der Begrüßung angesprochen habe, Schlossplatz, alte Posthalterei, sind natürlich Projekte, die im Rahmen von aktivem Stadtzentrum entsprechend gefördert werden und auch vorangebracht werden. Aber wenn Sie die Wirtschaft ansprechen, bin ich im Moment in sehr guten Gesprächen, was auch die Ansiedlung eines Betriebes, wir haben über Familienbetriebe, habe ich eben gesprochen, weil viele Familienbetriebe auch heute Abend hier waren, repräsentiert waren. Und wenn das gelingen würde, wäre das nochmal ein großer Wurf für Wittlich. Aber man kann es immer erst dann kundtun, wenn die Verhandlungen abgeschlossen sind und wenn die Dinge dann unter Dach und Fach sind. Sie sehen, Wittlich bewegt sich was und tut sich einiges. Also es lohnt sich doch hin und wieder mal vorbeizuschauen, was sich hier in Wittlich so tut. Könnte es also durchaus sein, dass Sie irgendwann nochmal hierher kommen? Ja, da bin ich ja auf jeden Fall ganz, ganz sicher. Also muss ich nicht immer die Säubrenner-Kirmes sein? Nein, natürlich. Es gibt ja viele Anlässe, nach Wittlich zu kommen. Und der Herr Rodenkirch hat es ja auch schon gesagt. Es ist ja eigentlich auch, wir haben ein gutes Verhältnis, die Landesregierung und die Stadt. Und es ist uns auch wichtig, dass Regionen sich positiv entwickeln können. Das heißt, wann immer wir als Land etwas tun können, möchten wir das auch tun. Und deshalb sind wir auch immer im Dialog miteinander. Und das soll auch in Zukunft so bleiben. Werfen Sie nicht aber ein zu scharfes Auge auf ihn. Wir brauchen ihn noch hier. Nicht, dass er irgendwann mal in Mainz sitzt. Also den brauchen wir hier. Den geben wir auch nicht mehr her. Ja? Jetzt, wo Sie das so sagen. Ja, eben. Ne?
Herr Rodenke, Sie bleiben uns erhalten. Also jetzt nicht, dass die da irgendwelche Gespräche führen, die uns da nicht ganz glücklich machen. Mein Job ist hier und dafür stehe ich auch. Gut, das betrifft uns alle. Auch wir vom offenen Kanal sind froh, dass wir hier sind. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Es war mir eine Ehre, ja, Sie hier begrüßen zu dürfen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie nochmal nach Wittlich kommen, wir Gelegenheit haben, nochmal für ein kurzes Gespräch. Herr Rodenkirsch, Sie führen jetzt unsere Ministerpräsidentin an den Saubratenstand der Säubraterkirmes. Wenn ich eben gesagt habe, eine Stadt wird zur Stadt durch die Menschen, jetzt wollen wir genau zu diesen Menschen hin und wir gehen jetzt auf den Marktplatz und werden uns in die Menschenmenge stürzen. Okay. Dann wünschen wir uns allen viel Vergnügen. Ein Wort noch zum OK, wenn ich darf. Ja? Gerne. Denn ich bin ein großer Fan des OKs im ganzen Land, muss man sagen, weil die OKs, der offene Kanal, ja wirklich Bürgerfernsehen ist, gemacht von Ehrenamtlern, Ehrenamtlerinnen, die den Menschen die Region, in der sie jeweils leben, wo sie auftreten, wirklich auch sehr, sehr nah bringen. Und deshalb ist es ein tolles Engagement. Und auch dafür vielen Dank. Frau Ministerpräsidentin, vielen Dank. Ich nehme es mit ans ganze Team, weil ich bin natürlich nie alleine. Das sage ich dem Herrn Haller auch schon immer. Jetzt wird er wahrscheinlich abheben wollen, weil wenn die Ministerpräsidentin das sagt, das wird jetzt schwierig. Nein. Also abheben geht schon mal gar nicht. Wir bleiben da ganz locker und entspannt. Ja, mit so einem Chef an der Seite wie den Herrn Rodenkirsch zu wissen, ganz im fernen Mainz passt man auch auf uns auf. Von daher kann eigentlich nichts passieren. Aber wir wollten zu den Menschen gehen. Ja, und gehen wir mal los. Das machen wir. Gut. Vielen Dank. Mein Name. Nur für die Sekunde. Okay, Moment. Ich muss es nehmen. Den Herrn Bundesminister Dr. Friedrichs oder Bundesminister AD. AD. Herr Dr. Friedrichs, hier auf der Wittlicher Kirmes sind ja ein Urwittlicher. Ja, ich bin hier vor 83 Jahren geboren worden. Ja. Und bin der Heimatstadt nach wie vor verbunden. Wir kommen natürlich dann auch immer wieder gerne auf die Säubrenner Kirmes. Ja, aber nicht nur. Ich bin auch während des Jahres oft hier, weil ich der Stiftung Stadt Wittlich sehr verbunden bin, da auch immer noch mitwirke. Aber jetzt trifft man natürlich hier alte Bekannte, Klassenkameraden. Das macht Freude. Ja, wenn Sie dann jetzt hier über den Platz gehen, wie weit kommen Sie denn dann? Wie lange brauchen Sie, um aufs andere Ende des Platzes zu kommen? Weil Sie treffen ja permanent Leute. Ist heute Abend nicht erreichbar. Nicht erreichbar? Nein. Heute Abend hat die Säubrenner Kirmes ja etwas ganz Besonderes zu bieten, weil unsere Ministerpräsidentin, Frau Malu-Dreyer, ist heute hier zu Gast. Hatten Sie schon Gelegenheit, mit ihr zu sprechen? Ja, sie saß zwei Plätze neben mir. Und als sie reinkamen, haben wir uns begrüßt, weil wir uns halt aus der Mainzer Situation heraus ganz gut kennen. Und ich finde es sehr gut, dass sie der Stadt Wittlich damit eine Ehrerbietung gezeigt hat. Ja. Und jetzt wieder hier auf dem Marktplatz, praktisch dem Wohnzimmer von Wittlich, und genießen die Atmosphäre. Richtig, ich genieße sie, ja. Insbesondere nachdem der Marktplatz sich weiter verschönert hat, wie man an diesen Gebäuden sieht. Gut, dann noch viel Spaß. Danke, habe ich. Gut. Selten ist Bild, Herr Rodenkirsch, dass Sie den Mund voll. So, das war's, liebe Zuschauer. Kamera aus, Mikro aus und dann zum Saubratenstand oder doch lieber zuerst zum Weinstand. Mal sehen. Bis zum nächsten Mal aus Wittlich, Ihr Hermann Josef Haller vor der Kamera und Erwin Holl hinter der Kamera.